Hallo, heute werden wir das Rauchgasabsauggerät Xfume VAC Advanced etwas genauer unter die Lupe nehmen und ich habe die Möglichkeit, André ein paar Fragen zu stellen. André, wie ist denn das Gerät in dem wichtigen Thema Gesundheitsschutz für Schweißer, aber auch für alle Menschen, die in der Produktion arbeiten, wo geschweißt wird, wie ist denn das Gerät da insgesamt einzuordnen? Das Advanced ist ein Hochvakuumgerät und geeignet zum einfachen Anstoß von 1 bis 2 Rauchgasabsaugbrennern. Die Mitarbeiter haben den großen Vorteil, die Rauchgase werden direkt am Entstehungsort erfasst und somit haben sie die höchstmögliche Effizienz. Okay, André, wenn ich also das Xfume VAC Advanced in meiner Fertigung einsetzen will, was ist zu beachten, was brauche ich? Erstmal brauchst du Standardspannungsversorgung, 230 Volt bzw. 115 Volt. Des Weiteren benötigt das Gerät eine Druckluftversorgung. Bei Neugeräten findest du den Druckluftanschluss in der Fumebox. Die Schutzkappe entfernen. Den Druckluftanschluss inklusive Dichtung einschrauben. Mit einem 17er Schlüssel handfest anziehen und am Ende den Druckluftschlauch anschließen. Okay, damit es jetzt losgehen kann, müssen wir nur noch den Rauchgasabsaugbrenner anschließen, oder? Richtig. Wie eingangs gesagt, das Gerät ist zum Anschluss von 1 bis 2 Rauchgasabsaugbrennern. Ich montiere jetzt den ersten Absaugschlauch. Zum Anschluss des zweiten entnehme ich den Verschlussdeckel und du darfst den zweiten Schlauch anschließen. Zack, das sieht schon ganz gut aus. Das Gerät bietet ja eine Start-Stopp-Automatik. Was ist der Hintergrund? Wie kann ich sie nutzen? Hintergrund ist Energieersparnis. Über die Stromzange läuft das Gerät nur, während der Schweißprozess läuft. Die Zange schließe ich an über den vierpoligen Stecker am Gerät. Und die Stromzange am Brenner oder an der Erdungsleitung. Das Schweißen mit den 2 Schweißbrennern können wir uns anschauen. Das Gerät hat ja eine 100% automatische Filterreinigung während des gesamten Schweißprozesses. Was bedeutet das und wie funktioniert das? Die 100% automatische Abreinigung ist der größte Vorteil des Gerätes. Denn der Schweißer muss zum Reinigen seinen Prozess nicht unterbrechen. Das Gerät reinigt sich von alleine. Zur Reinigung ist die Druckluftversorgung notwendig. Das Gerät hat 2 Filter, welche nacheinander über einen Druckluftimpuls gereinigt werden. Wie oft sollte denn die Staubschublade entleert werden? Das ist eine häufig gestellte Frage, aber sehr schwer zu beantworten. Denn es kommt natürlich auf den Prozess an, auf das Material an und so weiter. Faustformel ist, die Schublade einmal pro Tag zu entleeren. Okay, alles klar, so einfach am Ende des Arbeitstags. Richtig. Okay, André, dann lass uns doch jetzt mal das Bedienpanel des Xfume VAC Advanced ein bisschen genauer anschauen. Was zeigen denn zum Beispiel diese 2 Leuchten an? Klar, wir haben die 2 Leuchten, aber wir haben weitaus mehr Funktionen auf unserem Bedienpanel. Ich möchte vorschlagen, wir gehen mal durch die kompletten Funktionen durch. Wir haben hier unseren Hauptschalter, über den ich das Gerät starte, im manuellen Modus. Möchte ich im Automatikmodus das Gerät betreiben, starte ich den Automatikmodus. Hier ist es natürlich notwendig, dass ich die Stromzange montiert habe und dass der Schweißer den Prozess startet. Erst dann startet das Gerät. Im Auslieferungszustand haben wir eine Stromzange enthalten. Eine weitere kann der Kunde optional bestellen. Die Powerleuchte leuchtet stetig. Die Service-LED startet erst dann, wenn der Filter verschlissen ist.
Dann muss der Kunde einen neuen Filter bestellen und diesen wechseln. Wie der Filter gewechselt wird, zeige ich dir später. Wichtige Funktion ist die Volumenstromregulierung. Das Gerät ist ausgelegt, um 1 bis 2 Brenner anzuschließen. Komme ich jetzt in eine Zwangslage und habe nur einen Brenner angeschlossen, kann es sein, dass ich den Volumenstrom reduzieren muss. Ansonsten könnte ich Porenbildung bekommen. Und hier werden also Betriebsstunden angezeigt. Genau, das haben wir auch noch, den Stundenzähler. Wichtig im Servicefall, das Gerät arbeitet mit Bürstenmotoren, müssen die Kohlebürsten gewechselt werden, kriegt der Enduser die Info über die Betriebsstunden, über den Betriebsstundenzähler. Okay, nach 600 Betriebsstunden müssen ja die Kohlebürsten der beiden Motoren gewechselt werden. Zeig uns doch bitte mal, wie man das macht, aber ein Hinweis noch. Vor Servicearbeiten am Gerät immer die Spannungsversorgung trennen, das heißt Stecker aus der Steckdose. Bitte. Sehr guter Hinweis, Jan. Zunächst sind die 4 Schrauben hier oben auf der Motorbox zu lösen. Den Deckel leicht anheben und drehen. Denn wir haben hier noch ein Erdungskabel. Jetzt lösen wir den Schrauben für den Zwischenboden. Okay, dann heben wir die ganze Geschichte an. Jetzt kommt dein Einsatz, leg mal die Schrauben weg. Halt die Sache hier feste. Und wir lösen die Erdungsleitung. Erdungsleitung ab, Unterlegscheibe runter und den Deckel weg. Als erstes ist die Schutzkappe zu entfernen. Hier sieht man jetzt die Kohlebürsten. Hier oben ist ein kleiner Widerhaken, den drücke ich mit dem Schraubenzieher runter und ziehe die Kohlebürsten raus. Tausche sie aus und der Einbau der neuen Kohlebürste erfolgt in umgedrehter Reihenfolge. Okay, also wenn die Serviceleuchte angeht, weiß ich ja, ich muss den Filter wechseln. Zeig uns doch mal, wie das geht. Am einfachsten ist es, die Absaugschläuche zu entfernen. Dann öffnest du den Schnellspanner. Heben sie zusammen an und legen es auf die Dustbox. Genau. So. Jetzt haben wir hier unsere beiden Filterpatronen. Die lassen sich von Hand lösen. Rausschrauben, neue Filterpatrone einsetzen. Und festschrauben. Wieder handfest anziehen. Und fertig ist der Filterwechsel. Für den Fall, dass sich die Filter nicht von Hand lösen lassen, haben wir dem Gerät einen Schlüssel beigelegt, der unterstützt beim Filterwechsel. Okay, André, also vielen, vielen Dank. Es war super interessant. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.